So, Freunde, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Ich habe echt schlechte Laune und das liegt hauptsächlich daran, dass die Mission, die wir eben gemacht haben, gescheitert ist und das eigentlich nur, verpiss dich doch mal, Jo. Also im Prinzip ist halt nur gescheitert, weil, was ist er denn, der mich sieht? Das sehe ich nicht. Ist die Mission nur gescheitert, weil ich nicht schnell genug mit diesem scheiß Auto gefahren bin? Jetzt frage ich mich aber, wie viel schneller ich hätte fahren können. Und habe überlegt, das könnte man ja mal rausfinden, indem wir die ganze Mission, weil ich ja jetzt habe ja auch schon, muss ja jetzt nicht mehr so viel machen, bis auf ja diesen Lastwagen klauen. So, ich finde das ja immer ganz gut, dass man die Leute hier. Muss man aufpassen, dass ich meinen Lastwagen nicht zu doll zerschieße. Vielleicht ist es auch deswegen so langsam gefahren worden. Auf jeden Fall finde ich das süß, dass sie alle auf mich zukommen. Ich muss ja quasi nur. Eigentlich immer nur hier rauf hoch poppen, den einen oder anderen da erledigen und das war's dann eigentlich schon. Ich darf mich nicht erwischen lassen. Solange ihr nicht rot seid, ist ja alles gut. Auf den da muss ich aufpassen, der hier da rechts gerade sich antanzt. Das mache ich. Hier geil. Nur nicht gesehen werden, ist die Devise. Und der ist am allerschlimmsten, weil der hat sich auch nicht. Oh, das war ein Civilian. Wieso treffe ich genau den nicht? Das ist so geil. Der nächste sitzt aber so. Das ist so geil. Der Typ ist. Der ist. Wie nennt man so jemanden? Ich kann es dir nicht sagen. Ist aber auf jeden Fall. Na also. Aber ich glaube, der hat doch mindestens ein ganzes Magazin irgendwie. Naja, geschluckt wäre auch das falsche Wort, ne? So. Das soll es gewesen sein, glaube ich. Gut. Wort war aber auch Zeit. Wort Zeit. Meine Güte. So, jetzt machen wir das, was wir immer machen. Also ich hatte ja vorhin so Noob-Momente, ne? Habt ihr gesehen, dass ich in diesem Lastwagen war und es nicht wirklich gebacken gekriegt habe, da richtig loszufahren. Also so ein paar Sekunden habe ich da wohl verloren, weil ich da auf dem Beifahrersitz plötzlich
Beifahrersitz gegangen bin und das war jetzt auch nicht richtig. Und ich gucke mir jetzt nochmal an, gibt es hier eigentlich eine andere Route? Also ich könnte auf jeden Fall vor dem See hier links fahren. Und das würde mir hier das Ganze ein bisschen abkürzen. Dann werde ich wahrscheinlich hier so rum und dann wieder... Ja, ich will aber tatsächlich genau da rein. Ja. So. So, nun gib aber mal Gas. Ich meine ganz ehrlich, das ist jetzt ja noch nicht... Ist jetzt ja nicht so, als wäre das hier das schnellste Gefährt, ne? Wie soll ich denn da... Und ich habe auch keine Zeit, die runterzählt, falls ihr das so seht. Es gibt hier keine Uhrzeit, es gibt hier kein Nischt. Ich weiß nur, dass ich hier jetzt hier rumfahren muss. Genau, hier ist nämlich der Kaxi. Der hat mir auch ein bisschen Zeit gekostet. Und wahrscheinlich hier hätte ich jetzt lang genug, genau. Mitten durch Weinberg, den ich hier bestimmt auch wieder. Ja, genau. So, und das solche Sachen sind ja dann klar, dass wenn man dann schon hier lang fährt, dass einem ja. Ja, ich meine, wahrscheinlich kann man das genauso machen wie bei Wildlands, dass man einfach auf alles scheißt, was man so in der Schule beigebracht bekommt. Und ja. So. So, und was haben wir hier? Natürlich Gegner. Und mit denen müssen wir uns natürlich selbstverständlich befassen. Weil sonst wäre das Ganze ja doch zu einfach. Ne? Aber den Schock muss ich jetzt wahrscheinlich jetzt nur beschützen, wenn das albern ist. Ja. Autsch, ja. Das krieg ich ja mal vor lauter Aufregung immer gar nicht mit, was ich machen muss, ne? Ja, ich weiß immer nur. Ja. So, was ist denn jetzt mit dem Truck? Der steht jetzt hier immer noch rum. Was ist denn jetzt damit? Glaube ich da, ich weiß jetzt noch nicht so genau. Da sind sie, jetzt haben wir sie. Okay, Entschuldigung, ich glaube, das hätte ich vorher schon ein bisschen besser machen können. Ist ja fast wieder schief gelaufen. Come back. None the worse for the wear. Did you make that medicine for me? You're a dog. The dead star in the bacteria culture made the medicine. We just helped it along the way. They made a little medicine baby together. Now she's all grown up and ready to go away with you to school. She can help you if you get into trouble. Maybe it will enhance your performance. It'll give you a little boost in combat, too. Ooh. Sure. Thanks. Na, so, nun. War das das? Und ja, und das war's. Ja, Leute, haben wir es dann doch noch erfolgreich hingekriegt. Tut mir leid, dass ich das dann doch zweimal machen musste, aber ich musste doch doch querfeld einfahren. Das hatte ich jetzt nicht so erwartet und war nicht geplant. Ja, also ich werde mich jetzt glaube ich mal verabschieden. Ich werde mal wieder zurück nach Erevan fliegen.
Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich wünsche mir, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Socke auf Aurora. Und ja, ne, liked das Video, abonniert den Kanal, macht die Glocke an und bis dahin tut, was ihr nicht lassen könnt. Also bis dahin, dass ihr ein neues Video habt. Also, ciao, schönen Abend.